Hört sich irgendwie auch nicht so türkisch an, ne? Das riecht süß. Hey, die schmecken nach gar nichts. Hallo, willkommen zu meinem Video. Heute esse ich Dinge, die ich noch nie gegessen habe, aber heute gibt es eine türkische Version davon. Tyson ist auch gerade neben mir, sehe ich gerade. Ich war im türkischen Supermarkt und habe einige Produkte mitgenommen, die ich eben noch nie gegessen habe. Ich hoffe, dass dieses Video nicht nur zur Unterhaltung dient, sondern dass auch coole Produkte bei rauskommen, die ich euch weiterempfehlen kann. Ihr habt Tyson schon lange nicht gesehen. Übrigens, seitdem ich mit Tyson hier ein paar Mal Produkte getestet habe, geht das auch privat die ganze Zeit so weiter. Also jedes Mal, wenn ich was esse, dann kommt er angerannt, setzt sich hin und muss es erst testen. Also er riecht aber nur dran, er frisst es nicht, aber er muss sein Okay geben und dann darf ich weiter essen. Also ja, das geht auch privat ständig so weiter. Ich fange mal hiermit an, das nehme ich hier auch gerade im Bild. Und zwar habe ich ja so ein Mais-Snack Produkt mitgenommen, aber mit Zuckermais-Geschmack. Also Mais-Snack haben wir hier auch, aber Zuckermais-Geschmack haben wir in Deutsch, also zumindest bei deutschen Produkten jetzt nicht unbedingt. Also Mustard heißt Mais, aber Südmustard heißt Zuckermais. Und ich dachte mir, vielleicht ist da ein Unterschied. Auf jeden Fall habe ich dieses Produkt mitgenommen, noch nie gegessen. Deshalb war es dafür qualifiziert, in diesem Video gegessen zu werden. Punch Chips, 1,19 Euro. Ich liebe es ja auch. In der Türkei gibt es auch ganz andere Sorten. Da werden ganz andere Sorten gehypt, so eher auch Käsesorten. Und vor allen Dingen eben Zuckermais. Mal gucken, wie das Ganze schmeckt. Ich hatte ein Stäbchen irgendwo. Hier ist mein Stäbchen. Zeige ich euch gleich. Also hier ist das Produkt. Punch heißt das. Hört sich irgendwie auch nicht so türkisch an, ne? Aber ist aus der Türkei. Ja, was ist dort drin? So, jetzt habe ich es schon vor lauter Eifer aufgerissen, aber wir wollten uns erstmal die Zutaten anschauen. Und zwar besteht das Ganze hier aus 80% Maisgrieß und dann ist hier noch Palmöl und Zucker enthalten. Ja, Zucker gibt es ja sonst selten, ne? In Chips oder in so Mais-Snacks. Weiß ich jetzt gerade nicht. Deshalb bin ich jetzt umso mehr gespannt, ob das jetzt so eher salzig oder süß oder beides schmeckt. Und Kurkumin und so weiter. Okay, also, Tyson, komm, riech. Interessant. Also, ich probiere jetzt auch gleich meinen Snackstick, die ich bei Temu bestellt hatte. Ja, die interessieren dich, ne? Komischerweise. Die hatte ich bei Temu bestellt. Also, wenn euch das Video noch nicht angeschaut hat, hat zwar mit dem heutigen Thema nichts zu tun. Aber damit hat man saubere Hände. Also, ihr seht, so sehen sie aus. Das riecht süß. Hey, die schmecken nach gar nichts. Also sie riechen mehr, als sie schmecken, muss ich sagen. Sie sind relativ geschmacksarm. Die schmecken fast so wie diese Stäbchen für Kinder, die ungezuckerten und ohne Zusätze. Ja, Zuckermais schmeckt man schon, aber nicht so doll. Also das ist irgendwie weder süß noch salzig. Also jetzt habe ich es herausgefunden. Ihr müsst es ein bisschen anlecken, dann kriegt ihr Geschmack. Nicht sofort drauf rumbeißen. Also ich muss sagen, bis jetzt habe ich nichts verpasst. Voll schade. Das kann ich euch nicht unbedingt weiterempfehlen. Ich mache mal mit diesem Produkt schnell weiter. Vielleicht muss ich dann weniger husten. Ich habe so ein allergisches Hustproblem in letzter Zeit. Und dafür ist normalerweise dieses Johannesbrot-Sirup gut. Allerdings müsst ihr immer auf die Zutaten achten, wenn ihr sowas kauft. Und vor allen Dingen lest euch immer die deutsche Beschreibung durch. Weil da muss wirklich alles aufgelistet sein. Oft kauft ihr dann zum Beispiel Johannesbrot-Sirup und da ist aber noch irgendwie, keine Ahnung, 30% Glukosesirup drin, was keiner braucht und nicht einnehmen und niemand einnehmen sollte. Damit kann man auch voll gut irgendwelche Speisen süßen oder so. Also wenn ihr jetzt nicht industriellen Zucker nutzen wollt, das klappt hiermit auch ganz gut. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe schon mal Johannesbrot-Sirup gegessen, ja. Aber dieses habe ich noch nicht gegessen. Das war nämlich relativ günstig. Ich habe bisher immer meins für 7 Euro die Dose gekauft. Richtig teuer. Also die türkischen Produkte sind auch richtig teuer geworden in letzter Zeit. Aber das hier war ein bisschen um einiges günstiger. Hier sind 400 Gramm für 2,29 Euro. Und das ist auch wirklich ohne Zusätze. Also hier steht Johannesbrot 100%, enthält keine Zusätze. Und das werde ich jetzt mal probieren mit euch. Vielleicht ist es ja was für euer Frühstück. Der Geruch ist wirklich nicht so schön, finde ich. Ich hatte zum Beispiel bei meiner Freundin, wenn ich bei ihr geschlafen habe, da gab es immer Zuckerrübensirup. Also bei meiner deutschen Freundin. Da gab es immer Zuckerrübensirup auf dem Frühstückstisch. Und das fand ich auch gar nicht lecker, aber ist eben Geschmackssache, was man gewohnt ist. Oh, das ist auch sehr flüssig, ne? Ich sehe gerade, ich habe jetzt meinen Holzlöffel genommen. Ich probiere jetzt einfach mal. Aber es ist essbar. Ich kann immer noch nicht glauben, dass da keine Zusätze drin sind. Es schmeckt wirklich sehr, sehr süß. Aber es steht in allen Sprachen, dass da keine Zusätze enthalten sind. Es schmeckt sehr süß. Es ist aber machbar, finde ich. Also man kann das auch... Ich reibe auch manchmal so frischen Ingwer oder so. Und dann mache ich mir so eine Kur
die ich so eine Woche oder so einnehme. Also dann geht es meinen Atemwegen auch viel besser. Also jetzt gerade so für die Leute, die allergisches Asthma oder so haben. Es ist keine Empfehlung. Ich spreche keine medizinische Empfehlung aus, aber ich bin damit ganz gut klargekommen. Hallo, nicht rascheln, das hört man übers Mikrofon heißen. Ich erzähle allen Leuten, wie brav du bist und dann machst du sowas vor der Kamera. Wirklich. Wie gesagt, also ich kann keine medizinische Empfehlung hier aussprechen. Ich mag sowas auch überhaupt nicht, wenn das andere tun. Aber mir hatte das ganz gut getan, jeden Tag einen Löffel zu nehmen. Mal gucken, ob die wirken. Ich merke es erst über eine längere Zeit. So, dann machen wir mal hiermit weiter. Ich habe von Itti was mitgenommen. Und zwar heißt es so ein Milchburger. Das gibt es im Kühlregal, also dort, wo ihr auch Käse, Frischkäse und so findet, könnt ihr das auch finden. Und zwar heißt es Hüttburger. Und manche Sachen, ne, also wir sagen hier Burger, ne, und da muss ich mich voll überwinden, dazu Burger zu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so über andere Sprachen. Das ist zu laut jetzt. Jetzt reicht jetzt. Jetzt ein bisschen Pause. Das ist so eine Überwindung für mich, dazu Burger zu sagen, wo ich Südburger sagen würde, aber dann versteht mich keiner auf Türkisch, deshalb. Auf jeden Fall ist es ein Milchburger. Gibt es auch mit Erdbeergeschmack und mit Kakao. Ich habe den nur mit Milch mitgenommen. Und zwar ist es ein Honigpfannkuchen mit Milchcremefüllung. Eigentlich ist es doch sowas wie ähnliches wie Milchschnitte, oder? Aber so das Aussehen hat mich voll gecatcht. Das wollte ich unbedingt probieren. 89 Cent ist der Preis für ein Stück. Also ist schon ein bisschen teuer, ne? Wenn man bedenkt, dass ein 5er Milchschnitt im Angebot 1 Euro kostet, ist das schon nicht günstig. Also so zwei Kuchenscheiben und dazwischen, da ist sogar 1,4% Honig auch enthalten. Oh, das sieht gut aus. Guckt mal. Ich finde diese glatte Oberfläche so geil und dass dazwischen eben die Füllung auch schön dick ist. Ja, es riecht einfach nur nach Rührkuchen, würde ich sagen. Die Füllung ist relativ geschmacksarm, also ist jetzt nicht so, dass sie so reinhaut. Soll ja auch milchig schmecken, ne? Ja, es ist interessant. Es schmeckt relativ mild, aber es ist eine gute Alternative, wenn man mal auf Kakao oder so verzichten muss und es trotzdem sowas ähnliches wie Milchschnitte ist. Oh, das hat aber schon ordentlich Kalorien. Ja, ist eigentlich wie Milchschnitte, ne? So um die 110 Kalorien hat das hier. Würde ich das nochmal, ja, so im Urlaub oder so würde ich das vielleicht essen, aber ich würde immer noch Milchschnitte vorziehen. Oder an Tagen, wo ich jetzt auf Kakao oder so, oder wenn man irgendeine Allergie hat, ist es nicht schlecht. Es ist interessant, aber es haut mich nicht so um wie die Kinderprodukte. Muss ich sagen. So, und dann mache ich mal hiermit weiter. Also, vielleicht habt ihr das schon in meiner Story auf Instagram gesehen, da hatte ich das abfotografiert. Ich fand das schon so pervers, dass ich mir dachte, wie schmeckt das? Das muss ich probieren. Gazos mit Kaffeegeschmack. Also, Gazos ist dieses Erfrischungsgetränk. Ihr könnt euch vorstellen, Sprite kam nach Gazos raus. Also, aber Gazos schmeckt irgendwie noch besser, finde ich. Auf jeden Fall gibt es jetzt Gazos mit Kaffeegeschmack. Also, so sieht das Produkt aus. Hallöchen. Da ist ja nicht mal Kaffee drin, sondern Kaffeearoma. Oh krass, ich bin gerade richtig traurig. Ich habe diesen Farbstoff übersehen und da dachte ich, da muss Kaffee wohl drin sein, dass es so braun ist. Aber das ist mit Farbstoff und Kaffeearoma. Da könnt ihr euch auch diesen Rübenzucker sparen, ganz ehrlich. Echt schade. Hier ist sogar Pfand drauf, merke ich gerade. Habt ihr das schon mal bemerkt, dass bei diesen kleinen Flaschen Pfand drauf ist? Ich sehe das hier gerade nämlich, dass hier Pfand drauf sein soll. Jetzt nicht mehr so doll, aber am Anfang hat es so ein bisschen wie die Füllung von Pocket Coffee gerochen. Ich liebe ja Pocket Coffee, obwohl ich das super selten. Ich esse es einmal im Jahr oder so, aber ich mag das voll. Moment, damit muss ich erstmal klarkommen. Oh mein Gott, mein Gehirn. Also Kaffee mit Kohlensäure zu trinken und dann mit so einem in Verbindung mit einem Erfrischungsgetränk. Ich muss leider sagen, es schmeckt sogar ein bisschen gut. 59 Cent waren das. Aber es schmeckt jetzt nicht so, dass ich mir das als Erfrischungsgetränk reinziehen würde, sondern so als ich probiere mal was Besonderes und das war es dann auch. Oh, ich muss den Kaffeegeschmack erstmal noch sacken lassen, aber kommen wir zu einem Produkt. Das ist so ein Kassenprodukt und das ist sogar noch günstiger. Ich habe das für 29 Cent. Ich schaue nochmal. Ja, 29 Cent hat das gekostet. Mit einem Lieblingsprodukt von mir, mit Pişmaniye. Das türkische Zuckerwatte nicht, aber so ein Zuckerwatten-ähnliches Produkt, sage ich mal. Und das ist sozusagen Pişmaniye, also türkische Zuckerwatte, umhüllt mit weißer Schokolade. Fand ich total interessant und für 29 Cent dachte ich mir, okay, das können wir auf jeden Fall mal probieren. Die Grundbasis besteht eben aus Weizenmehl, Zucker und Ölen. Das ist nämlich auch die Grundbasis von Pişmaniye, also von dieser türkischen Zuckerwatte. Hier sind 40 Gramm enthalten, so könnt ihr es besser sehen. Mmh,
Das ist richtig gut. Die Konsistenz von der Zuckerwatte, beziehungsweise vom Pishmani. Richtig, richtig gut. Ich hätte gedacht, dass sich der Inhalt verhärtet hat. Also normalerweise ist diese Zuckerwatte ja so fluffig und zieht sich in Fäden, sage ich mal. Aber und deshalb dachte ich, dass sich das bestimmt verhärtet hat, nachdem man das mit Schokolade ummantelt hat. Aber es ist richtig fluffig innen drin. Die weiße Schokolade übertüncht das Ganze nicht geschmacklich, sondern rundet das sogar ab. Ich liebe diesen Moment, wo dieses Pishmani meine Zunge berührt und dann wieder schmilzt. Also das ist ja mal geil. Also das war echt lecker. Das letzte Produkt war am geilsten. Dieser Milchburger war auch nicht schlecht, finde ich. Die Füllung war weniger süß als die Füllung von der Milchschnitte. Ja, der Kaffee war halt überraschend süß, obwohl perverse Mischung. Sorry, darauf habe ich mich am meisten gefreut, weil ich liebe Mais. Deshalb dachte ich, mit Zuckermais-Snack wird es richtig geil schmecken, aber ne, schmeckt immer noch leer. Danke fürs Einschalten. Tyson schläft auch schon, glaube ich, ist müde. Wir sind auf jeden Fall durch für heute. Das letzte Produkt war aber besonders geil. Ich hoffe, ihr müsst unbedingt mal Pishmani probieren, aber ich, wie gesagt, es muss richtig frisch sein, weil manche Produkte verhärten sich auch, wenn sie in der Sonne stehen oder wenn sie lange im Laden stehen. Deshalb wünsche ich, dass ihr mal das mal richtig in frisch essen und probieren könnt. Und ich hoffe, dass es euch dann auch genauso schmeckt wie mir. Danke fürs Einschalten. Küsschen von Tyson und mir. Tyson, wink mal. Ich bin doch wie so eine Mutti, ne? 'Cause I just wanna go.